zu einem mittlerweile wirklich winterlichen Weekend-Flashback. Am Samstag waren unsere Kamerafrauen bei den 63. Internationalen Deutschen Meisterschaften im Synchronschwimmen. Das ist eine wirklich interessante und schöne Sportart, über die man einfach noch viel zu wenig weiß. Also schaut rein in den Beitrag. Sonntag spielte der erste VfL Potsdam gegen Hannover Burgwedel. Ein 35:26 Kantersieg für die Potsdamer, das ist der dritte Sieg in Folge. Nächsten Sonntag steht das Brandenburg-Derby auf dem Programm gegen den Oranienburger HC. Und da können die Potsdamer gestärkt mit der Siegesserie motiviert ins Spiel gehen. Ja, alles in allem denke ich, dass wir heute eine starke Teamleistung geboten haben, dass es von jeder Position wirklich Einflüsse gab. Jeder konnte sich einbringen, alle haben getroffen. Am Montag fand das große Laternenfest des TSV Berlin-Wittenau statt. Rund 1000 Teilnehmer trafen sich, um zusammen St. Martin zu feiern. Mit St. Martins Aufführungen, Kinderpunsch, Glühwein und einem großen Laternenumzug. Und teilte den Mantel in zwei Hälften. Nächstes Wochenende sind wir natürlich auch wieder fleißig unterwegs. Am Samstag spielen die Wasserfreunde Spandau gegen die Wildsharks Hannover und am Sonntag spielen die Damen der Wasserfreunde Spandau gegen Bochum-Katrin. Das ist Nero. Samstag sind wir außerdem noch beim Damenhandball. Die Spreefüchse spielen gegen Kirchhoff-Benn. Die Füchsinnen sind momentan wirklich nicht zu stoppen. Auch letztes Wochenende gab es einen Auswärtssieg in Herrenberg. Nach einem 16:12 Pausenrückstand drehten die Füchsinnen das Spiel in Hälfte 2 und konnten so mit einem Endstand von 29:27 den fünften Sieg in Folge feiern. Sonntag steht der Lauf in die Tropen auf dem Programm. Das klingt angesichts dieser winterlichen Temperaturen durchaus verlockend. Vielleicht laufe ich mit. Aber bis spätestens nächste Woche zum Weekend-Flashback bin ich wieder zurück. Versprochen.